So, das gibt mir die Gelegenheit, nochmal zu erwähnen, dass ein Poetry Slam eine Veranstaltung ist für jeder Mann und jede Frau, also für euch auch rein theoretisch, wenn ihr Texte schreibt. Könnt ihr durchaus uns schreiben, dass ihr gerne mal mitmachen möchtet, und dann steht ihr so wie Mareike Kurtenacker oder wie der nächste Poet möglicherweise in Kürze hier auf dieser wunderschönen Bühne. Wie gesagt, auch der nächste Poet hat diese Gelegenheit genutzt. Wir bezeichnen ihn als Local Slammer, obwohl er aus Stuttgart kommt. Naja, das Einzugsgebiet von Ulm ist nun mal relativ groß. Er war schon mal vor ein paar Jahren da, also vor der Pandemie. Ich konnte mich gar nicht mehr an ihn erinnern. Da ist eine Menge verloren gegangen bei mir. Aber jetzt ist er wieder da. Ich freue mich sehr, ihn heute Abend wieder ankündigen zu dürfen. Applaus bitte für Thomas Ring! Thomas Ring aus Stuttgart. Hallo, schönen guten Abend. Aufmerksamkeit oft hat erkämpft, ist eine Frage der Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist Ansichtssache. Wenn ich schon meine, sportliches Talent zu haben, dann werde ich nicht ausgerechnet Radrennfahrer, wo mich entlang der 3 Kilometer langen Abfahrt hinunter vom Monte Malu unter meinem Helm niemand erkennt. Ich habe auch nicht immer das gelbe Trikot als Erkennungszeichen an. Nein, da muss man als Fan ein paar Kehren weiter an einer 20-prozentigen Steigung warten, wo die Rennfahrer keuchend in den Pedalen stehen. Da kannst du unter Helm und abgedungelter Sportbrille zumindest eine prominente Zunge erkennen. Du läufst ein paar Meter, Arme fuchtelnd, anfeuernd mit, du rufst, gib alles, Schorschi, greif nochmal an. Und da verschluckt der Schorschi seine Zunge und schnauzt zurück, ich bin nicht der Schorschi, du Idiot. Dann weißt du, dass es immerhin ein Landsmann war, aber eben nicht der Schorschi. Nein, wahrgenommen wirst du nur mit offenem Visier. Du musst dein Gesicht zeigen oder deine Stimme erheben. Zum Beispiel als Autor, als Schriftsteller. Das war so ein Jugendtraum von mir. Noch heute brauche ich zum Lesen eines Romanes länger als der Autor zum Schreiben. Ich halte Schreiben deshalb für eine sehr, sehr effiziente Art und Weise, bekannt zu werden. Man muss aber davon leben können. Ich habe deshalb mit IKEA oder einem anderen nicht zu nennenden Möbelhaus einen Vertrag geschlossen. Der Deal war, einen 700-seitigen Roman zu schreiben, wobei es allerdings nicht auf den Inhalt, sondern nur auf den Titel ankam, denn das Werk sollte als Blendversion, keine 100 Gramm schwer, als kartonierter Fake auf dem Nachttisch einer Schlafzimmereinrichtung stehen. Auf dem 700 Seiten breiten Buchrücken prangt in fetten Lettern unter meinem Autorennamen der verheißungsvolle Titel Philomena und die Stunde der Lust. Ich erwies mich damit als Trendsetter. Normalerweise liegt im Ehebett die Frau rechts und der Mann links, da das Werk Philomena und die Stunde der Lust jedoch auf dem rechten Nachttisch stand, hat sich der Mann zum Probeliegen automatisch rechts hingelegt. Und die Frau auf der linken Seite eine Stunde warten lassen. Ja, er hat sie links liegen lassen. Die Frau hatte auf ihrem Nachttisch die Bibel, das sind zwar rund 1200 Seiten, aber die verteilt auf mehrere Autoren. Und von denen ist im Unterschied zu mir nur der Vorname bekannt. Ein bisschen Aufmerksamkeit tut schon gut. Wer Gedichte schreibt, ist mit sich im Reimen. Wer dagegen nur von der Aufmerksamkeit anderer lebt, ist nicht mit sich im Reinen. Der schreibt keine Gedichte, der will Geschichte schreiben. Das heißt, er schreibt nicht selbst, sondern er schreit nach Aufmerksamkeit. Das ist gefährlich, soweit der Wunsch nach Bedeutung und Aufmerksamkeit nur um das eigene Ego kreist. Da nimmt man sich, was man will.
oder zerstört, was man nicht bekommt. Und wenn man richtig krank ist, macht man beides. Input, Output, Put out, Put in. Ich komme mir manchmal vor wie der Prophet. Ich komme mir manchmal vor wie der Poet im eigenen Land. Ich frage mich, ob es besser ist, wenn das eigene Land, in dem der Poet nichts gilt, groß ist, weil dann die Bedeutungslosigkeit verwässert. Oder ob es besser ist, wenn das eigene Land, in dem der Poet nichts gilt, klein ist, weil dann nicht so viele Leute die Bedeutungslosigkeit mitbekommen. Es ist wurscht. Ich habe mich deshalb für ein fremdes Land entschieden. Eine Insel, genauer gesagt eine italienische Insel im Golf von Napoli. Die ist 20 Mal größer als ein Fußballfeld. Wenn du die Größe und die Bedeutung einer Sache hervorheben willst, musst du einen Fußballvergleich wählen. Wir erinnern uns, letztes Jahr ist Italien Europameister geworden und hat dafür gerade mal ein Fußballfeld benötigt. Und jetzt gibt es da eine Insel, die ist 20 Mal so groß. Wow, Magic. Natürlich gibt es auch hier wieder Leute, die wollen die Grandiosität dieser Sache kleinreden. Die sagen dann, das ist so groß wie das Saarland. Das stimmt aber nicht. Das Saarland ist größer als 20 Fußballfelder. Ich glaube sogar doppelt so groß wie ein Fußballfeld. Und trotzdem ohne jede Bedeutung. Deswegen sagt der Poet aus fremdem Land, wenn auch du nicht ganz dicht bist, werde Dichter. Danke. Vielen Dank, Thomas Ring. Unser dritter Slammer